Schwarzwälder Spezialitäten hier bei Radio BW Baden-Württemberg. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, und bei diesem Begriff der Schwarzwälder Spezialitäten, da kommen sicher auch Sie auf einige köstliche Gedanken. Bei der Vielfalt dieser Leckereien, da darf eine sicherlich nicht fehlen, nämlich die Schwarzwälder Kirschtorte. Rezepte, die gibt es so viele, wie es Konditorinnen und Konditoren gibt. Aber es gibt nur sehr, sehr wenige, die für ihre Schwarzwälder Kirschtorte ausgezeichnet wurden. Eine von ihnen, die steht für die beste Schwarzwälder Kirsch. Ich freue mich sehr, dass sie den Weg von Feldberg zu uns nach Freudenstadt gefunden hat. Herzlich willkommen. Hallo, Ramona Bitzenberger. Hallo. Ramona, ich darf du sagen, ihr habt mit eurer Konditorei und mit eurem Café, der gescheite Beck, so heißt es, einen echten Traditionsbetrieb. Ja, das ist so richtig. Unseren Betrieb gibt es seit 1977. Meine Eltern haben den Betrieb hier aufgebaut und vergrößert und modernisiert und jetzt bin ich dran und jetzt schauen wir mal, was ich draus mache. Nun kann man ja schon sehen, was du draus gemacht hast, nämlich eine der bekanntesten Manufakturen für Schwarzwälder Kirschtorten. Deine Kreation mit dem besonderen Rezept, die wurde, das war 2018 mit Gold ausgezeichnet. Genau, 2018 wurde sie von der Jury bewertet und durch kalte Sahne und dadurch, dass ich gut mit Leuten umgehen kann und reden kann, gab es dann die Goldmedaille. Und bei Kitchen Impossible habe ich mal mitgemacht. Da habe ich die Torte vorgebacken und der Gegner vom Tim Melzer musste die danach backen. Und so sind wir schon ein bisschen in die Medien geraten, sage ich mal. Und das tägliche Publikum, das ich aber hier habe, das sind meine schärfsten Kritiker. Da muss die Schwarzwälder immer punktgenau gut sein. Und bei uns ist alles noch Handarbeit. Und wir machen das Kirschwasser für unsere Kirschtorte selber. Also beziehungsweise mein Mann macht das Kirschwasser, ich mache die Torte. Klare Arbeitsteilung für echte Qualität. Denn du sagst ja schon, eine gute Schwarzwälder Kirschtorte, die besteht ja aus vielen Komponenten, die allesamt in sich stimmig und hochwertig sein müssen. Was macht denn überhaupt eine sehr gute Schwarzwälder Kirschtorte aus? Auf jeden Fall muss man alle Zutaten, die man braucht, frisch kaufen. Dann ist, glaube ich, das größte Kriterium, das es überall immer gibt, dass zu wenig Schwarzwald drin ist. Das heißt, genug Kirschwasser und vor allem ein gutes Kirschwasser. Weil man kennt es ja so ein bisschen vom Kochen. Oh, da habe ich noch was übrig, was mir nicht so schmeckt, das leere ich da rein. Funktioniert beim Backen nicht, weil das ja nicht rausgebacken wird, sondern die Torte wird ja getränkt. Und das Kirschwasser ist dann im Boden und genauso gut wie das Kirschwasser ist, so gut schmeckt es auch. Deswegen frische Zutaten nehmen, ganze Kirschen unten rein, schöne Sauerkirschen, nicht zu dick abdicken, frische Sahne und dann gleich ganz essen. Also eins muss man dir lassen, du schaffst es allein schon durch die Beschreibung, Appetit auf eine, auf eure Schwarzwälder Kirsch zu machen. Nun ist die Geschichte der Schwarzwälder ja eine Geschichte mit vielen Fragezeichen. Woher kommt denn die Idee? Und jetzt sag nicht vom Feldberg. Nee, würde ich mich nicht getrauen, das zu behaupten, weil es stimmt einfach nicht. Ich kann behaupten, dass wir eine sehr gute Schwarzwälder haben. Wo sie genau herkommt, da wird viel, glaube ich, auch drüber gestritten, weil jeder möchte derjenige sein, der sie erfunden hat. Ich glaube, dass sie vom Kaffee Keller kommt, aber das ist von Zeiten, wo ich nicht auf der Welt war. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Und als das Kaffee Keller aufgelöst worden ist, haben wir die alten Stühle vom Kaffee Keller geholt. Das heißt, wir haben sie nicht erfunden, aber wir haben die Stühle, auf denen vielleicht das Rezept geschrieben worden ist. Na, immerhin. Auch hier die Tradition gewahrt. Ramona, wir sprechen gleich weiter über deine ausgezeichnete Schwarzwälder Kirschtorte. Jetzt machen wir erstmal etwas Musik. In den Schwarzwälder Spezialitäten hier bei Radio BW Baden-Württemberg, da dreht sich bei uns heute alles um die Schwarzwälder Kirschtorte. Dazu ist eine echte Fachfrau bei uns, Ramona Bitzenberger, aus Feldberg im Hochschwarzwald. Sie ist Konditorin und backt die mit Abstand leckerste Kirschtorte. Das bestätigen zumindest die Kundinnen und Kunden ihrer Konditorei, ihres Cafés zum gescheiten Beck, darüber sprechen wir gleich noch, nebst angeschlossenem Schnapslädle. Und es hat 2018 sogar eine Jury bestätigt. Ramona, nun gibt es sicherlich ein feststehendes Rezept für eine echte Schwarzwälder Kirschtorte. Daran lässt sich ja nicht viel verändern, also so ein Grundlagenrezept, die Basics. Wie kann man dennoch das Besondere reinbringen oder ausbacken, je nachdem? Arbeitest auch du mit dem, was da ist, was hineingehört, aber verfeinerst du an einigen Stellen? Man arbeitet mit dem, was vorhanden ist. Es gibt die Unterschiede, dass man zum Beispiel, manche machen die Kirschen auf die unterste Schicht, nur so machen wir es, dass der Anschnitt schöner ist.
Es gibt aber auch viele, die machen die Kirschen auf die unterste und auf die nächste Schicht. Da bleibt halt die Kirsche beim Anschnitt immer am Messer hängen, dann zieht es die runter. Manche machen sie noch einen Stock höher, dass sie größer und imposanter wirkt. Ich glaube, der Hauptpunkt ist, warum unsere auch so gut ist, wir machen keine Gelatine und kein Sahnesteif in die Sahne. Das macht die Sahne viel bekömmlicher und frischer. Bedeutet aber auch, man muss die stärker kühlen und vor allem darf der Kühlgang nicht unterbrochen werden. Und sobald man halt Sahne steif reinmacht oder Gelatine, schmeckt man auch ein bisschen in der Sahne. Aber ansonsten gibt es die Zutaten, die in die Kirschtorte reinkören. Und mit denen arbeitet man und trotzdem, ja, wenn die nachher ausgarniert wird, sieht es dann bei dem einen so und beim anderen so aus. Und da kann sich aber jeder auch für zu Hause seinem freien... Ja, ich sag mal, seinen persönlichen Plan entwickeln. Genau, man kann das machen, wie man das möchte für zu Hause. Denn ihr verkauft auch eine besondere Backmischung, also die Grundlage für eben eure Schwarzwälder Kirschtorte, damit das Ganze so schmeckt wie in eurem Café in Feldberg. Genau, das ist tatsächlich... Eigentlich unser Rezept einfach zusammengewogen ist. In dem Sinn keine Backmischung, sondern einfach das, was ich in meine Torte, in meinen Biskuit reinmache, wiege ich ab für eine Torte, weil daheim möchte man ja nicht immer so viel Kakaopulver und so viel Mehl kaufen. Das wiege ich zusammen und vorne drauf stehen dann noch die Eier und das Wasser, wo rein muss. Und zu Hause kriegt man halt dann diesen einen Boden raus. Ramona, du hast vorhin etwas sehr Interessantes gesagt, nämlich, dass du den Preis, die Auszeichnung für deine Schwarzwälder Kirschtorte auch für das Menschliche bekommen hast. Ich kenne dich, ich kenne deine Familie, ich kenne das Café, überaus liebevoll eingerichtet, ihr seid alle mit Herzblut bei der Sache. Wie viel macht denn eben dieser Faktor Mensch für eine gute Schwarzwälder aus? Ich glaube, egal wo wir heutzutage hingehen zum Essen oder auch zum Kaffee trinken, macht es viel aus, wie werde ich bedient. Bei uns hängen zum Beispiel die Schwarzwaldbilder an der Wand, das sind aber alles wir. Also nicht irgendwelche wahnsinnig gut aussehenden Models, sondern halt einfach wir in Schwarzwaldstil. Naja, Moment mal, jetzt mal nicht untertreiben. Es gibt insbesondere von dir echt stylische Bilder, du. Ja, der Fotograf war gut. Ja, einfach, das sind wir und entweder ist meine Mutter da oder mein Mann oder ich bin da. Und ich glaube, das macht schon viel aus. Wir haben viele Gäste, die Jahr für Jahr kommen, die mir dann wieder Sachen vom Kaffee erzählen, die ich schon gar nicht mehr weiß, weil ich da noch ein Kind war. Und das ist so das Familiäre, was, glaube ich, für die Leute viel ausmacht. Und dazu kommt, glaube ich, noch, ich mache ja immer auch unten eine Schwarzwälder Kirschtortenvorführung, wo ich den Leuten zeige, wie macht man die Schwarzwälder? Und jetzt kann man sich das so vorstellen, die Damen sitzen da drin, die haben da richtig Lust zu wissen, wie man eine Schwarzwälder macht, aber ich muss ja die Herren auch unterhalten. Also ist das so ein bisschen ein Mix aus, wie macht man die Schwarzwälder professionell und wie halte ich die Männer glücklich, dass die den auch noch bis zum Schluss zuhören. Da ist also viel Witz über Schwiegermutter und über Männer, dass halt aus der Backmischung nur der Boden rauskommt, nicht die fertige Schwarzwälder da rauspufft. Ich glaube, das ist so ein Talent, das ich einfach habe. Ich habe als Kind, glaube ich, schon immer die Leute im Café unterhalten. Also schwätze kann ich halt. Schwätze kannst, jawohl. Und du machst das alles mit sehr, sehr viel Charme und Gespür für den Augenblick. Das kann ich wirklich bestätigen. Wie ist das denn, wenn ihr euch privat als Familie zusammensetzt? Beispielsweise zum Kaffeeklatsch am Sonntag. Kommt dann auch Schwarzwälder auf den Tisch? Dadurch, dass wir uns ja nicht sonntags zum Kaffee treffen, wie das die normale Menschheit macht, sondern bei uns ist Montag der Ruhetag und wir treffen uns montags, dann wird bei uns zu Hause wenig Kuchen gegessen, weil wir sind sehr aktive Leute und wenn wir dann viel hier im Kaffee sind, sind wir montags entweder mit den Fahrrädern oder zu Fuß unterwegs und da fahren, gucken wir dann immer ein bisschen, wo gibt es noch Konditoreien, die wirklich noch Handarbeit machen. Und dann gehen wir tatsächlich in andere Konditoreien, die montags nicht Ruhetag haben und gucken, was die so machen. Und einfach auch, weil man das richtig genießt, weil die Handarbeit gibt es nicht mehr viel. Die stirbt immer mehr aus und dann ist es richtig schön, in der Konditorei zu sitzen, wo man weiß, da hinten dran ist die Backstube und da wird noch richtig gebacken. So, aber nochmal gut, dass du es angesprochen hast, Gesundheitsaspekt. Schwarzwälder Kirsch. Ja, sprecht ihr über Kalorien? Also generell sprechen wir überhaupt nicht über Kalorien, weil das wir sehen eher dieses ganz menschliche Glücklichsein. Also wenn dein Kopf und dein Gehirn glücklich ist, ist dein Körper auch. Das heißt, wir zählen nicht die Kalorien.
sondern wir essen das Stück Schwarzwälder und dabei haben wir so viel Glückshormone, dass die Glückshormone die Kalorien wieder abbauen. Diesen Ratschlag werde sicherlich jetzt nicht nur ich fortan mit mir führen. Als Erklärung, warum man nicht auf Kalorien achten sollte, besonders bei der Schwarzwälder Kirsch. Glücklich sein, ja, das kann und soll man auch in eurem Café in Feldberg, der Gescheite Beck, so heißt es. Wie es zu diesem Namen kam, darüber sprechen wir gleich. Radio BW Baden-Württemberg, schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind. Und mit dabei ist auch unser Studiogast Ramona Bitzenberger in der Sendung Schwarzwälder Spezialitäten. Und sie stellt die beste Schwarzwälder Kirschtorte her. Von einer Jury 2018 prämiert, von Kundinnen und Kunden immer wieder bestätigt. Viel haben wir ja schon über die Güte einer Schwarzwälder gesprochen, liebe Ramona. Euer Café trägt den Namen der Gescheite Beck. Welche Geschichte gibt es denn dazu? Der Name kommt tatsächlich von meinem Vater. Der hat den Betrieb hier aufgebaut und bevor er hier aufgebaut hat, war er in Rottenburg am Neckar und hat dort eine Bäckerei und Konditorei gekauft, die auch wie hier erst stillgelegt war, hat die zum Laufen gebracht. Und dann war das aber eine Zeit, wo die Menschen nicht so viel Geld hatten. Und dann hieß es ja, die Brötchen sind viel zu teuer, die müssen billiger werden. Und jede Bäckerei hat die Brötchen einfach billiger gemacht. Und mein Vater war ein Schwab. Der hat dann die Wecker um das kleiner gemacht, was sie billiger waren. Und dann hat man zu ihm gesagt, du bist aber ein ganz gescheiter Beck. Und so hat er den Namen dann patentieren lassen, hat den mit hier hochgenommen. Und auch hier oben hat er seinem Namen immer alle Ehre gemacht, weil er hat ja eine Mehlallergie gekriegt, war eigentlich Konditor und eigentlich hätte es hier nur ein Kaffee bleiben sollen. Nach einer Mehlallergie hat er gesagt, also ich bleib nicht daheim und schaff nichts, sondern ich überlege mir was. Und dadurch, dass er ein Schwab war und das Kirschwasser immer zu teuer war zum Einkaufen, hat er die Brennerei gebaut und hat mit dem Kirschwasser, mit einer Schnapssorte, dann die Brennerei hier aufgebaut im Hochschwarzwald, wo jeder gesagt hat, im Hochschwarzwald braucht man keine Schnapsbrenner. Und heute sind wir eine der besten und bekanntesten Brennereien mit 60 verschiedenen Schnäpse und Liköre. Und das ebenfalls in hoher Qualität, das kann ich bestätigen. Liebe Ramona, wir sind am Ende. Es war rundherum eindrucksvoll und sehr, sehr köstlich. Dein Besuch und deine Geschichten rund um die Schwarzwälder Kirschtorte, eure, deine im Besonderen. Wenn Sie also eine wirklich rundherum leckere Schwarzwälder probieren möchten, dann ab nach Feldberg zum Gescheite Beck. Ist nicht zu übersehen, wirklich, fahren Sie hin, es lohnt sich. Ich sage danke, liebe Ramona, für ein geschmackvolles Interview. Nimm ganz liebe Grüße mit an die Familie. Vielen Dank. Und weil es leider noch kein Lied über die Schwarzwälder Kirschtorte gibt, vielleicht kommt das irgendwann noch, haben wir jetzt einen anderen passenden Song herausgesucht. Ramona von den Schlagerpiloten.